ab heute begeben wir uns regelmäßig, das heißt viermal in der Woche aufs Land und vergessen natürlich die Städte dabei auch nicht. Tagesthemen mittendrin wird sich abseits der tagesaktuellen Hektik Zeit dafür nehmen, genauer und ausgeruhter hinzuschauen, was die Menschen zwischen Meer und Alpen bedrückt, sie ärgert oder wo sie Lösungen gefunden haben. Heute sind wir mittendrin in Artern, einer Stadt in Thüringen, in der sich das Wasser nicht nur vom Acker gemacht hat. Artern ist der trockenste Ort Deutschlands, wenn man die Messungen der Meteorologen zum Maßstab nimmt. Ein Rekord, der alles andere als zum Jubeln ist und der nicht nur Bauern und Gärtner besorgt. Matthias Koch. Es ist der dritte Trockensommer in Artern. Schon 2018 regnete es hier so wenig wie in der mongolischen Steppe. 40% der Bäume haben Trockenschäden. Der Ort liegt in der Goldenen Aue, eigentlich ein fruchtbares Gebiet. Doch in diesem Sommer glänzt hier nichts mehr. Der Boden ist metertief ausgetrocknet. Und der Topf immer noch leer. Wenn Meteorologe Florian Engelmann alle paar Tage reinschaut, weiß er derzeit, was ihn erwartet, nämlich nichts. Nee, leider nicht. Wieder kein Niederschlag im Topf. Wir sind auf der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes in Artern. Hier werden die Niederschläge gemessen. Dunkle Wolken am Himmel, doch die bringen meist nichts. Im Niederschlagsmesstopf sammelt sich sonst Regenwasser. Aber immer länger bleibt er trocken, auch wenn es in den letzten Tagen mal ein paar Millimeter geregnet hat. Geregnet hat es tatsächlich häufiger mal, auch hier in Artern. Allerdings sind das immer Mengen, die sind so geringfügig, davon hat der Boden nicht viel. Dann kommt der Wind noch dazu und trocknet das sofort wieder weg. Es hat noch nie viel geregnet hier, aber in den letzten Jahren immer weniger. In keiner anderen der 2000 Messstationen des Deutschen Wetterdienstes wird so wenig Niederschlag gemessen wie in Artern. Die Trockenheit im ganzen Land wird hier noch durch die besondere Lage verstärkt. Das heißt, der Harz, Thüringer Wald, aber teilweise auch, wie hier sichtbar, die Hainleite mit dem Kyffhäuser, dass solche kleinen Gebirgszüge oder halt die eben schon erwähnten Mittelgebirge dann auch vieles von dem Niederschlag abfangen und entsprechend dann in Artern weniger ankommt. Der Boden rund um Artern ist fruchtbar, eigentlich ein Paradies, auch für Kleingärtner. Hunderte Gärten liegen am Rand der kleinen Stadt, doch die Besitzer stöhnen über die Trockenheit. Wolfgang Ziervogel musste früher nur zweimal in der Woche gießen. Jetzt kommt er kaum noch hinterher bei Bohnen, Tomaten und Erdbeeren. Das sind ja ein Tag 200 Liter ungefähr, wenn man den ganzen Garten gießt. Wenn man das nachher so auf eine Trinkwasseranleitung nimmt, bis jetzt darf man es noch nehmen. Aber das kommt bestimmt mal, dass man es dann nicht mehr nehmen kann. Einige haben Brunnen, doch das reicht nicht. Auch Nachbarin Roswitha Krause muss mit Trinkwasser nachhelfen. Und das kostet. Aber wenn man es ein bisschen grün haben will und nicht alles vertrocknen lassen will, muss man es machen. Ist ja alles eine Stelle. Richtig ins Geld geht die Trockenheit in der Landwirtschaft. Beatrix Kummer ist Chefin der Agrar- und Handels GmbH, einst eine LPG. 23 Mitarbeiter bewirtschaften etwa 3000 Hektar. Es geht raus zu den Feldern. Gerade wurde der Weizen geerntet, wieder mit 30% Ausfall. Das hat sich im letzten Jahr schon angekündigt. Und dieses Jahr zur Ernte haben wir also einmal gesehen, was vertrocknet ist, beziehungsweise wie auch die Mäuse schon einen ganzen Teil der Feldfrüchte abgefressen hatten, gerade im Getreidebereich. Die Nager sind ein ernstes Problem. Milde Winter, keine Nässe, ideale Lebensbedingungen. Sie vermehren sich massenweise. Der ganze Ackerboden ist durchlöchert. Als die Felder abgeerntet waren, konnte man das ganz deutlich sehen. Die ziehen das dann hier so rein und dann sieht man auch, die sind belaufen. Hier, die sehen jetzt so ein bisschen ruhend aus, als ob hier nichts ist. Aber das ist wirklich nur die Ruhe vorm Sturm, denn sie sind definitiv nicht weg. Auf der anderen Seite wird gerade Raps ausgesät. Wenn aus den Samen in den nächsten Wochen keine Pflänzchen werden, weil es nicht regnet, muss das ganze Feld umgepflügt werden, ein Totalverlust. Und wenn der Raps doch sprießt, sei das für die Mäuse eine Einladung zum Fressen, sagt Beatrix Kummer. Thorsten Blümel ist der Bürgermeister in Artern. Er erzählt uns, dass der Boden hier bis auf 2 Metern Tiefe trocken ist. Wir haben jetzt starke Probleme, was Bäume betrifft. Also auf dem Friedhof sind in den letzten 2-3 Jahren rund 80% der Nadelbäume dadurch, dass kein Wasser da war, eingegangen. Jetzt als nächstes haben wir Probleme mit Birken. Wird langsam auch massiv. Das sind so, ich sag mal, die Grundprobleme, die wir haben momentan als Stadt. Das hier war lange die Lebensader der Region, die Unstrut.
Bauern brachten auf Kähnen Rüben zur Zuckerfabrik. Das Wasser machte Äcker und Wiesen fruchtbar. Schon zu DDR-Zeiten, als die Stauwehre verschwanden, wurde es ringsum trockener. Heinz Krolle kennt als Angler alle Gewässer hier. Er beobachtet mit Sorge, wie die Trockenheit der letzten Jahre alles noch schlimmer macht und zeigt uns das an einem Altarm, der uns droht. Früher war er mit seinen Kindern hier zum Angeln. Es gab Karpfen bis zu einem Meter lang. Doch schon der erste schlimme Dürresommer 2018 brachte Unheil. Für die Fische heißt das, warmes Wasser, viel Krautwuchs, Sauerstoff fehlt, verenden. Die Muscheln sehen Sie hier, alle verendet. Was jetzt nur helfen könnte, wäre ein wochenlanger Landregen, sagen die Aartaner. Mittendrin in Deutschland. Ein Wunsch, den sie wohl mit vielen anderen Regionen teilen. Und über den wir sprechen wollen mit einem, der weiß, was es bedeutet, wenn Wasser knapp wird. Der Hydrologe Dietrich Borchert vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Heute ist er in Kassel. Guten Abend, Herr Borchert. Guten Abend, Frau Mioska. Wir haben gerade gesehen, die Böden sind deutlich zu trocken und die Aartener wünschen sich einen wochenlangen Landregen. Wenn der käme, wäre dann wieder alles gut? Dann wäre zumindest den oberen Bodenschichten erst einmal geholfen und damit den Pflanzen, die dort ihr Wasser bekommen, also Gräser, die Gartenpflanzen, die wir gesehen haben, Sträuchern. Aber der tiefere Boden oder das Recht der Grund für das Grundwasser würde das noch überhaupt keine Entlastung bringen und auch dort gar nicht ankommen. Was heißt das für die Bäume und für den Wald? Das bedeutet, dass der Wasserstress, unter dem die Wälder jetzt in vielen Regionen Deutschlands leiden, weitergeht und sozusagen weiter gereicht wird von einem Jahr in das nächste. Und dasselbe gilt auch für die tieferen Grundwasserstockwerke, aus denen wir unter anderem unser Trinkwasser beziehen. Das heißt, Sie rechnen auch damit, dass die trockenen Sommer, die wir jetzt schon das dritte Jahr in Folge erleben, weitergehen? Ja, weil am Ende geht es ja um ein Saldo dessen, was wir an Wasser bekommen, was sich auch als Grundwasser neu bildet und was wir nutzen und was wir jetzt in den letzten Jahren, 3 Jahren insbesondere gesehen haben. Aber wenn wir auf die Abflüsse der Oberflächengewässer der Flüsse gucken, schon etwas länger sehen, ist, dass dieses Defizit in der Wasserbilanz in jedem Jahr vorhanden ist und sich dadurch quasi wie in einer Zeitreihe aufbaut. Wird dann irgendwann auch unser Trinkwasser knapp? Das wird erstmal flächendeckend in Deutschland nicht knapp, weil wir trotz allem in Deutschland, wenn wir die Gesamtjahreswasserbilanz anschauen, immer noch ein wasserreiches Land sind. Von dem jährlichen verfügbaren Wasserdargebot, das da ist, nutzen wir in der Summe für alle Wassernutzungen und nur 13% rund. Aber die Frage, ob das Trinkwasser knapp wird, ist dann eine regionale Frage, weil die Trinkwasserversorgung in Deutschland sehr unterschiedlich aufgestellt ist. Wir haben kleine Wasserversorgungsunternehmen regional, oft auch in kommunaler Hand. Wir haben aber auch große Wasserspeicher, wie zum Beispiel den Bodensee, den größten Grundwasserspeicher in Deutschland, aus dem Trinkwasser gewonnen wird. Und wir haben dann Talsperrenverbünde, Fernwasserversorgung, die zum Beispiel vom Harz bis nach Bremen reicht. Also das ist eine regional sehr unterschiedlich zu beantwortende Frage. Aber wie könnte die Versorgung in der Zukunft aussehen, wenn mit der Erderwärmung der Wasserbedarf steigt? Droht dann eine Art Verteilungskampf ums Wasser? Also erstmal ist es so, dass wir die Wasserversorgungssysteme, die wir haben, sie sind ja im Grunde genommen auf den Erfahrungen der Vergangenheit gebaut worden, dimensioniert worden, einem Stresstest unterziehen müssen. Nämlich die Frage ist und funktionieren diese Wasserversorgungssysteme auch dann noch, wenn Jahre wie 2018, 19, auch 20 in vielleicht 10, 20, 30 Jahren Normaljahre sind. Und das ist genau das, was wir zu erwarten haben, wenn es uns gelingt, die globale Erderwärmung auf dieses Klimaziel von 1,5 oder 2 Grad, wie es in Paris vereinbart wurde, tatsächlich begrenzen können. Und damit ist diese Herausforderung gestellt. Und Wassernutzungskonflikte haben wir deswegen zu erwarten, weil Wasserbedarf auch in anderen Sektoren steigt, unter anderem in der Landwirtschaft. Und schließlich müssen wir auch bedenken, das deutet sich auch gerade in dem Beitrag an, die Klimawandelfolgen bezogen auf Wasser sind nicht nur eine Quantität, sondern vor allen Dingen auch eine Qualitätsfrage. Das heißt auch, das Rohwasser, das wir zur Trinkwasseraufbereitung gewinnen, droht in seiner Qualität sich weiter zu verschlechtern. Das ist ja ein Problem, das wir nur allzu lange schon kennen. Was machen wir denn dagegen? Heißt das, wir brauchen eine Art Wasserplan, eine Wasserstrategie fürs ganze Land?
Ja, wir brauchen eine solche Wasserstrategie, weil es darum geht, sich diesen geänderten Randbedingungen zu stellen. Wir müssen erstens akzeptieren, dass der Klimawandel bei uns angekommen ist. Die Folgen, die er jetzt zeigt und gerade in den jüngsten Jahren zeigt, sind eigentlich exakt das, was wir wissenschaftlich erwarten. Es scheint sogar etwas schneller zu kommen, als wir ursprünglich angenommen haben. Und wir bekommen das andere Problem oder dasselbe Problem aufgrund der zunehmenden Extreme auch auf der anderen Seite, mit anderen Worten in Bezug auf das Hochwasser und die Hochwassersituation, die uns ja schon ein wenig in Vergessenheit geraten. Aber vor dieser Trockenperiode haben wir es vor allen Dingen mit den Jahrhunderthochwässern auch in Deutschland, im Elbe- und Rhein- und Donaueinzugsgebiet zu tun gehabt. Vielleicht noch ganz schnell, wie könnte die Strategie aussehen? Eine Art vorausschauende Strategie wahrscheinlich, um die künftige Wasserknappheit zu verhindern. Auf jeden Fall. Eine solche Strategie muss im Wesentlichen zwei Elemente haben. Sie muss beinhalten, wie gehen wir mit solchen Extremsituationen, mit solchen Krisensituationen um, und zwar vorsorgend. Und wir brauchen sozusagen Krisenpläne für den Fall und für die Situation, wenn wir es mit solchen Extremen wie jetzt zu tun haben, einschließlich der vorausschauende Lösung dieser Nutzungskonflikte. Und wir brauchen Langfriststrategien, die darauf abzielt, wie stellen wir uns denn auf den Zeithorizonten von Jahrzehnten auf diese Veränderungen ein, damit wir uns möglichst effizient anpassen. Maßnahmen, die wir längst hätten treffen können. Danke, Dietrich Borthardt, das sagt der Hydrologe vom Umweltinstitut, vom Helmholtz-Institut. Danke Ihnen für Ihre Einschätzung und Ihre Expertise.